Der Hybrid entzieht den Bewahrern Energie, um zu überleben. Ich muss sie befreien, bevor es zu spät ist. Wenn mich, by the way, nicht alles täuscht, wurde der von Mal zu Mal stärker. Eine Roboterfabrik. Dieses Gebäude könnte sich als nützlich erweisen. Sehr nützlich. Oh. Euer Leben ist verwirkt. Ergebt euch der Verzweiflung. Angriff. Verdammt. So, den lassen wir jetzt mal da. Wir brauchen noch ein paar Sonden. Und wir brauchen... Jetzt kommt er von der anderen Seite. Jetzt kommt er von hier. Unsterbliche. Sehr gut. Erneut dienen. Die brauchen wir auch. Ich danke euch, Mächtiger. Wenn sie klingen... 700, 700. Nein, der wird noch nicht stärker. Aber der, also später wird er das noch. Aktuell haben wir also noch Glück. Ich bin hier in den Schatten. Du, ich bin die Stimme. Euer Untergang wurde nur verzögert. Von den Unsterblichen brauchen wir auf jeden Fall einige. Na, sie kommen von überall gerade. Verwendet mein Leben für Ajur. Ich spüre eure Gegenwart. Und da haben wir es hier. Reduziert den erlittenen Schaden auf ein Maximum von 10, solange die Schilde des Unsterblichen noch intakt sind. Das ist das, was ich meinte. Auch sehr, 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 sehr gut zu gebrauchen. So, wir brauchen noch ein paar davon. Dann müssen wir jetzt mal die Bodenpanzerung verstärken. Und wir müssen gucken, was hier oben ist. Ah ja, hier kriegen wir nämlich den dunklen Schrein. Ein dunkler Schrein. Sobald er wieder mit Energie versorgt wird, könnte er von großem Wert für uns sein. Ja, wegen den dunklen Templern, die wir dort bekommen. Noch mehr Immortals, bitte. Ich bin hier in den Schatten. Wir sind eins mit den Schatten. Ist er jetzt schon stärker geworden? Immer noch nicht. Aber soweit ich weiß, wird er noch stärker. Dunkler Templer, wir können uns auch nochmal die Unsterblichen hier durchlesen. Schwerer Läufer, Unsterbliche sind schwer gepanzerte Läufer mit speziell verstärkten Schilden, die schweren Schaden abmildern. Unsterbliche haben einen starken Distanzangriff, können jedoch nur Bodenernannten angreifen. Und Dunkler Templer. Dunkle Templer sind tödliche Krieger, die Nahkampftechniken beherrschen. Ihre permanente Tarnung macht sie für alle Einheiten ohne Detektoreigenschaften unsichtbar. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der Herrscher-Hybrid eine Detektorfähigkeit hat. Euch hat wahrlich das Schicksal gesandt. Schließt euch mir an, Brüder. Und gemeinsam werden wir das Böse von diesem Ort vertreiben. Ja, dunkle Templer brauchen wir noch ein paar mehr. Befehlt uns. Nur ein vorübergehender Rückschlag. Ja, Trash-Talke mich gerne noch ein bisschen weiter. So, wir stärken uns jetzt so ein bisschen. Aktuell sieht es noch ganz okay aus. Ich spüre eure. Wir brauchen aber ein paar mehr Hetzer, denke ich mal. Und wir brauchen auch noch einen Warp-Knoten. Vielleicht danach sogar noch einen. Jetzt müsste er eigentlich auch von der Seite hier kommen. Jetzt ist er stärker geworden. 900. Ne, er kommt leider nicht von der anderen Seite. So, wir brauchen Hetzer. Und wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch, müssen wir mal eben gucken, eins, durchgeführt. Zwei, ein paar Photonenkanonen. Er gewinnt leider auch neue Fähigkeiten dazu.
die ihn ziemlich nervig machen. Ihr könnt mich nicht zerstören. Ich werde wieder auferstehen. Ja, dann viel Spaß dabei. Wir können ihn ja halt wirklich nicht zerstören, aber bringt halt nichts. So, Unsterbliche noch dazu und dann werden wir jetzt gleich einen größeren Angriff wagen. Was ist euer Oder am besten eigentlich jetzt schon. Ein paar Stellungen des Gegners hier vernichten. Oh, er greift tatsächlich an. Was kriegen wir da eigentlich nochmal? Ah, hohe Templer können wir dann machen. Erneut diene ich. So, euch ziehen wir mal mit nach unten. Und wir brauchen noch ein paar weitere Einheiten. Oh, er kommt von der anderen Seite. Du mieser Bastard. Jetzt will er es aber wissen. Ganz wie ihr wünscht. Gegen Gebäude ist aber gar nicht mal so gut. Also er ist immer noch bei 900. Ja, und er wird leider noch stärker. Das ist eigentlich das Hauptproblem bei der Sache. Der Kampfesruhm wird unser sein. So, wir müssen... Machen wir drei von euch. Und dann mache ich hier noch welche. Ich bin hier in den Schatten. Entsagt euren zwecklosen Widerstand. Es gibt keine Hoffnung. Okay, wir müssen jetzt das nächste Gebäude hier holen. Aber wir gucken mal, dass wir den Herrscherhybriden eben nochmal aufhalten. Ah, sehr gut, er kommt sowieso in die Richtung. Wie stark ist er jetzt? Immer noch 900, 900, das ist gut. Wie es scheint, hat er auch hier eine Base. So, die können wir vielleicht mal eben hier so ein bisschen reinziehen. Hier hat er eine Basis, eine komplette. Geht mal auf den Immortal. So. Das war jetzt insgesamt nicht so gut, also es hätte ein bisschen besser für uns ausgehen können. Aber, und das ist richtig cool, wir könnten hier eine Echse bauen. Das sollten wir auch. Und dann können wir nämlich gleich hier das dritte Gebäude beanspruchen. Dieses Templerarchiv liegt verlassen da. So, wir brauchen auch noch davon welche. Jetzt ist er mittlerweile bei 1200 und das ist, glaube ich, seine größte Stärke. Stärker wird er nicht mehr. Ich kann mich aber auch irren und wenn ich mich irre, dann haben wir ein Problem. Müssten jetzt nicht hohe Templer kommen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Erneut diene ich. So.
Ich vernahm. Ah ja, jetzt kommen sie von da nochmal schön. Sehr finster. Wir. Unsere Befreiung ist nah. Da haben wir einen hohen Templer. Öffnet euch, edler Krieger. Wir müssen uns heute einem grauenvollen Übel stellen. Jetzt müssen wir die Hauptbasis des Gegners angreifen. Lass unsere Feinde unsere spüren. Was ist euer Begehr? Das Gute an den hohen Templern ist, dass sie dem Hybrid guten Schaden zufügen können. Das ist nervig. Ich hasse diese hohen Templer. So, Echse, ein paar Sonden. Unser Dien. Wir sind. Rückkopplung. Sehr schön. Ich komme aus dem Erleuchtet mich. Ich komme. Erneut diene ich. Mehr. Wir brauchen mehr, 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 wenn wir eine Chance haben wollen. Ich bin hier in den Schatten. Oh, der arbeitet nicht. Wie kann er es wagen? Angst ist eine Illusion. So, ich hoffe, wir sind mittlerweile einigermaßen stark genug. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Herrscher-Hybrid uns auch immer wieder reinfuschen wird. In Einigkeit. Ich bin hier. Mineralienfeld erschöpft. Wir müssen erstmal einige ich unserer Truppen überhaupt reinkriegen. So. Manche Geheimnisse müssen verborgen bleiben. So. Zieht die mal hier nach oben. Mineralienfeld erschöpft. Sehr gut, so, und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Amok laufen. Wir müssen vor allem das Ding ausschalten. Das Ding auch. Das Ding auch. Und wir brauchen mehr Einheiten. Mehr Einheiten, mehr Berserker, mehr Immortals, mehr von allem. Vorsicht. Vorsicht, lasst euch nicht trennen. Das ist gut. So, der hohe Templar ist auch weg. Und wir werden sie jetzt befreien. Die Geister der Bewahrer sind darin gefangen. Wir müssen sie unverzüglich aufbrechen. Oh, er wehrt sich noch einmal. Rückkopplung. Der Kampf ist Ruhm wird unser sein. So eine krasse Schockwelle hatte er da eben noch. So, sie sind befreit. Perfekt. Mein Leben für Ajur. Wir haben die Fragmente der Prophezeiung in eurem Geist erkennen können, Zeratul. Wir werden unser Bestes tun, sie zu deuten. Der Kreis wird sich schließen. Die Xenaga, die die Sterne schmiedeten, werden ihre Schöpfung überflügeln. Doch der Gefallene wird verbleiben. Dazu auserkoren, die Leere in Schatten zu hüllen. Es beginnt mit dem großen Hungernden. Und so endet es in absoluter Finsternis. Ein großer Hungernder. Könnte sich das auf den Zerg Overmind beziehen? Hat auch er eine Rolle in dieser Prophezeiung? Ich muss die letzte Ruhestätte des Overmind aufsuchen. Auf unserer uralten Heimatwelt. Auf Ajur. Dann sind es wirklich noch zwei Missionen. Eine dunkle Wende. Sieg.
Und zum ersten Mal haben wir gegen einen Protoss-Zerg-Hybriden gekämpft und ihr habt gesehen, was für eine unglaubliche Macht der hatte. Und das wird bei allen anderen Protoss-Zerg-Hybriden genauso sein. Nun sollten wir also zurück nach Ayur in Zeratuls Erinnerungen, um herauszufinden, ob der Overmind auch irgendetwas mit der Prophezeiung zu tun hat. Müsste er ja eigentlich. Was ist mit Tosh? Du siehst mitgenommen aus. Du hast ja wieder die Erinnerungen dieses Protoss angesehen. Sie umgeben dich wie eine Aura. Ich habe einen Hybrid gesehen. Irgendwas Abartiges. Das Biest hat versucht, die Protoss-Bewahrer zu verderben. Wer könnte es dahin geschickt haben? Wer kontrolliert so ein Ding? Der sie erschaffen hat. Und der eine war nur der erste von vielen. Dunkle Vorboten, Mann. Schon bald werden es mehr sein, als man zählen kann. Und Verzweiflung wird über die Sterne kommen. Woher willst du das alles wissen? Ich weiß es nicht. Ich fühle nur, dass ich recht habe. Klingt auf jeden Fall nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Die Frage ist auch, wann Duran in Erscheinung tritt, denn Duran müsste an sich derjenige sein, der für den Verdorbenen diese Hybriden ja erst überhaupt gezeugt bzw. erschaffen hat und dann kontrolliert. Level 800 Elite Tauben Chieftains sind zurück. Mit rasender Sound, der die Galaxie zum Beben bringt. Rocked up to Hits wie Terran of the Night. Another Hydralisk bites the dust. Saturday night's all right for New King. Every rose has its thorn. Auf Tour in ihrer Galaxie. Oh Mann. Das ist wohl eine Anspielung darauf. Also es gibt ja diese Level 60 Elite Tauren Chieftain. Gab es mal irgendwann, das ist so eine World of Warcraft Band halt. Und dieses 800 soll halt darauf anspielen, dass in der weiten Zukunft spielt, dass wir mittlerweile das 100. WoW Add-on haben und das Maximallevel halt 800 ist. Wahnsinnig witzig. Im Arsenal dürften wir eigentlich doch, wir können mit Swan reden. Was ist los, Cowboy? Du siehst in letzter Zeit irgendwie mitgenommen aus. Mitgenommener als üblich, meine ich. Ich hab zurzeit einfach viel um die Ohren, Swan. Du kennst das ja. Ja, klar. Weißt du, du könntest einfach mal ab und zu die Finger von der Pulle lassen und dich ordentlich ausschlafen. Danke, Mutti. Ich geh mir dann mal ein Glas Milch holen. Naja, ich meine, er sieht nie ganz taufrisch aus, wenn man mal ehrlich ist, von daher. Boah, wir kennen da jetzt nichts Ungewöhnliches dran. Mit der Forschung dürften wir immer noch nicht so weit sein. Na, bei der Zerg-Forschung fehlen uns aber nur noch 2 und bei der Protoss-Forschung insgesamt 6. Also, man kann auch insgesamt viel mehr sammeln, als es wirklich gibt. Man kann viel mehr sammeln, als man wirklich braucht, so. Von daher hat man da viele Möglichkeiten und außerdem kann man ja auch jede Mission nochmal spielen. Wie sieht's auf der Brücke aus? Willkommen zurück, Sir. Was konnten Sie diesmal durch den Kristall herausfinden? So offensichtlich, was? Teratul brachte die Fragmente der Prophezeiung zu einer Art Tempel oder Bibliothek. So ein Mittelding aus beidem, schätze ich. Aber dieser seltsame Protoss-Zerg-Hybrid hatte den Ort bereits übernommen. Sie meinen, so eine Art verseuchter Protoss? Nein, das hatte mit Verseuchung nichts zu tun. Eher als hätte jemand die Stärken beider Spezies genommen und sie in einer einzigen vereint. Eines sage ich dir, wenn es diese Dinger wirklich gibt, stecken wir tief in der Scheiße. Naja, natürlich gibt es sie, du hast sie ja in den Erinnerungen gesehen, also... Hier dürften es immer noch die gleichen Missionen sein, die gleichen 4, genau. Aber, wie gesagt, ich würde die erstmal gerne unangetastet lassen und mich stattdessen auf die Protoss-Mission konzentrieren, weil das schon wirklich ein Handlungsstrang ist, den man zusammenspielen sollte. Bei den anderen ist es nicht so schlimm, finde ich, beispielsweise bei Haven. Ariel Hansen hat halt gesagt, ja, ich brauche eine gewisse Zeit, bis ich eine sichere Heimatwelt bzw. einen sicheren Planeten gefunden habe für meine Kolonisten. Und das kann halt auch länger dauern, aber diese Prophezeiung, die ja wirklich vom Untergang des Universums handelt, die sollte man dann schon in einem Rutsch sich irgendwie anschauen.
Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir da jetzt auch weiter. Auf jeden Fall geht es als nächstes nach Ayur, wo wir dann mehr über den Overmind erfahren werden. 802 hoch 4 plus 12 und nicht zu vergessen die Dezimalstelle zum dritten Exponenten von Big Bang Theory, definitiv. Ich kehrte auf unsere zerstörte Heimatwelt Ayur zurück. Die Zerg-Verseuchung überzieht noch immer den Großteil unseres geliebten Planeten. Die verdorrten Überreste des Overmind waren noch immer dort. Gleichsam ein Mahnmal für verlorene und gewonnene Schlachten. Echos aus der Zukunft. Untersuchen Sie den Zerg-Overmind auf Ayur. Protoss-Forschung kriegen wir 2 und Zerg-Forschung plus 4, wenn wir alle Bonusziele erreichen. Legen wir los. Ich erinnere mich an den Fall von Ayur. Ich bin nicht gerade scharf darauf, mir das Ganze nochmal anzusehen. Aber es hilft wohl nichts. Auf dem Höhepunkt seines Sieges über uns begann der Overmind der Zerg selbstsicher zu werden. Allzu selbstsicher. Alles, was vom mächtigen Overmind verblieb, war eine verdorbene, welke Hülle. Was auch immer an Erinnerungen in dem verrottenden Leib der Kreatur verblieben war, ich musste sie in Erfahrung bringen. Nur indem ich Kontakt mit den riesigen Nervensträngen herstellte, die direkt mit seinem Kortex verbunden waren, konnte ich seine Geheimnisse ergründen. Doch seine zahllosen Diener, die sich von seiner toten Hülle zu ernähren schienen, sollten sich als etwas problematisch herausstellen. Ich wollte gerade sagen, allzu einfach dürfte das nicht werden. Wir wissen, wie viele Milliarden Zerg auf Ayur waren, nachdem der Overmind sich in der Kruste des Planeten festgesetzt hatte. Dementsprechend kein einfaches Vorhaben. Ich muss einen Weg finden, hier Fuß zu fassen und Verstärkung zu rufen, um die Zerg in Schach halten zu können. Dann legen wir mal los. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ah, dieser treue Beobachter hat seit der Evakuierung Wache gehalten. Seine Fähigkeiten sind für uns sicher noch von Wert. Auf jeden Fall. Die Beobachter kennen wir ja noch aus StarCraft 1. Süß, dass er hier all die Zeit überdauert hat und geblieben ist. Hier ist eine alte Protoss-Basis und die können wir wiegt meine Bürde. Sicher in Beschlag nehmen. Einige der verlassenen Bauten sind noch immer einsatzfähig. Wir sollten uns das zunutze machen. Dann legen wir los. Chagall. Dieser alte Signalturm summt noch immer vor Energie. Ich frage mich... Kolosse! Ich habe Erzählungen von den mächtigen Kolossen gehört, die unter der Oberfläche Ayurs ruhen. Der Signalturm muss diese beeindruckenden Wächter erweckt haben. Die Zerg spüren eine Bedrohung für ihren toten Anführer. Ich frage mich, warum die das überhaupt interessiert. Immerhin ist er, naja, sie sagten es ja schon, tot. Aber okay. Kolosse. Mega-Kampfläufer. Der Koloss ist eine autonome robotische Todesmaschine, die vor langer Zeit von den Protoss entworfen wurde. Er ist so groß, dass er Klippen hinauf und herunter schreiten, aber auch von Luftabwehr angegriffen werden kann. Er verursacht gewaltigen Schaden an Gruppen von Bodeneinheiten, kann aber keine Lufteinheiten angreifen. Und natürlich der fliegende Aufklärer, der Beobachter. Beobachter sind die Augen der Protoss am Himmel. Sie sind dauerhaft getarnt, sodass sie feindliche Streitkräfte ungestraft ausspionieren können. Sie verfügen über fortschrittliche Sensoren, was ihnen ermöglicht, als Detektoren zu fungieren und getarnte und eingegrabene Einheiten aufzudecken.
Sie besitzen aber keinen Angriff und deswegen... Die Zerg werden gegen uns anrennen, bis wir zugrunde gehen. Ich muss den Cortex des Overmind finden und so viel in Erfahrung bringen, wie ich nur kann. Ich bin mal gespannt, Zeratul. Der Cortex des Overminds. Aber was werden wir da über diese Kreatur schon herausfinden? Naja, wir werden erstmal mit dem Beobachter ein bisschen nach vorne gehen. Die Kolosse, wie gesagt, sind wie die Rächer. Sie können Klippen herauf und herunter gehen. Wir werden die Beobachter jetzt erstmal benutzen, um hier zu schauen, was uns hier erwartet. Wir haben 4 Nervenstränge. Wenn wir unsere Beobachter weise einsetzen, können wir das Gebiet auskundschaften, um uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Du meinst, weil überall eingegrabene Einheiten sind? Boah. Schon nicht so doof, ne? Wiegt mein. So, ein paar Berserker erstmal bauen. Aber auch Sonden. Da ist es. Die Hülle des Overminds. Riesig. Ein riesiges Vieh. Aber kein Wunder, wenn man überlegt, was wir aufbieten mussten, um ihn zu besiegen letztlich. Mein Leben für Ajur. Sehr schön, da haben wir schon mal den ersten. Wobei, wir gehen erstmal in den Assimilator rein, bevor wir dann zweiten anfangen. Wir müssen uns auf die Verteidigung unserer Basis vorbereiten. Die Zerg sind auf dem Weg. Schön, dass du das immer so weißt. Also, du scheinst es ja irgendwie zu spüren oder so. Da sind sie. Mein Leben für Ne, ihr seht ja, was der Koloss für geile Angriffe hat. Oh, es erfolgt ein rasender Angriff. In nicht mal 4 Minuten. Wir haben leider gerade nicht allzu viel, um dagegen standhalten zu können. Ich hoffe, das legt sich jetzt noch in den nächsten 3 Minuten, wobei ich wage es zu bezweifeln. Ihr habt nicht genügend. Ja, wir haben nicht genügend bla bla, ich weiß schon. Gut, dass wir die Kolosse wenigstens haben. Schwer wiegt meine Bürde. Wir holen uns mal eben die Mineralien hier links und rechts. Wie ihr verlangt. Wobei, den sollten wir da nicht hinschicken. Mein Leben für Danke. Ajur. Und da unten. Äußerst wichtig gerade als Starthilfe. Die Frage, von welcher Seite sie kommen. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Was ist das? Lieb eine verseuchte Kommandozentrale. In Arudin Rashagal. Das ist gar nicht gut. So, jetzt werden wir hier mal ein paar Photonenkanonen bauen. Können wir leider nicht so bauen, wie ich das gerne wollen würde. Wobei so. Das ist schon mal die eine Seite, die da dann ganz gut bewacht ist. So, wir brauchen eine Roboterfabrik, die bauen wir jetzt mal hier hin. Da können wir, wie gesagt, Immortals bauen, wir können aber auch Kolosse dort bauen. Das ist das eigentliche Ziel, was ich dann demnächst habe. Als nächstes einen weiteren Pylon. Ich bin hier in den Schatten. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. In der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, ob wir den rasenden Angriff standhalten können. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge und dann werden wir anfangen, die Nervenstränge des Overminds genau uns anzuschauen, um zu sehen, ob wir mehr in Erfahrung bringen können.
was für einen Sinn und Zweck der Overmind eigentlich wirklich hatte. Und ich sage euch, Plot Twist voraus. Die Tag versuchen uns zu überwältigen. Zu den Waffen, meine Brüder. I want you for an adventure.